Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute Trine 5 anzocken. Ich habe gestartet und wir sind gleich hier. Wo wir ein neues Spiel, mehr Spieler, Optionen, also sieht aus, als wenn wir uns hier, ja, als wenn wir schon spielen, aber das ist jetzt praktisch das Tutorial, denke ich mal. So, neues Spiel können wir starten, mehr Spieler, Optionen. Wir gehen mal auf die Optionen. Grafik. HDR haben wir nicht. Wir können es halt heller machen. Machen wir auf 1,3. Sound. Gesamtsound, Musik mache ich mal auf 30. Obwohl, 50 geht eigentlich, würde ich sagen. Na, 40. Effekte lassen wir. Dialoge machen wir nicht. Was ist das für ein Ding? Ich würde mal behaupten, dass sich das Ding drehen muss. Machen wir das so. Musik. Dann können wir doch auf 50 machen. Gesamtlautstärke. Kopfhörermodus. Ich habe ja Kopfhörer auf. Ist für Kopfhörer optimiert und ermöglicht es ein umfassendes Sounderlebnis. Lassen wir auf Standard, Deutsch, Untertitel, Sound, lassen wir alles an. So, Steuerung, wenn man nicht. Spieloption, Vibrationsfunktion an. Der Zungenbewegung gibt beim Bewegen nach links, rechts den Controller. Was? Gibt bei der Bewegung nach links, rechts den Controller nach oben und unten schmale Dead Zones. Nö. Schnelle Bewegung. Ja, wir lassen das mal auf Standard. Automatische Zielhilfe, schwach, keine. Wir machen mal stark. Rechter Stick. Was können wir da noch machen? Rechter Stick und R2. Nur R2. Nur Stick. Ja, wie lassen wir das mal auf so? So, gucken wir uns das mal hier an. Ah, alles klar. Ah, warte mal, wir gucken mal hier.
Gut. Wollen wir ein bisschen rumspielen, neues Spiel. Klassisch. 1 bis 4 Spieler. Unbegrenzt. Modus können Spieler jederzeit mit einer beliebigen Heldenkombination spielen. Beispielsweise mit 4 zu gleichzeitig. 1 bis 3 Spieler im klassischen Modus kann es nur jeweils eine Version eines. Okay. Ein friedliches Abenteuer für alle, die einfach Kämpfe bevorzugen. Es gibt keine Abzüge, wenn ein Charakter auf einem Schwachen stirbt. Rätsel, Schwierigkeit ist auf normal. Aha. Ja, wir fangen mal erstmal so an. Wieso kann ich denn hier keinen anderen nehmen? Achso, ich muss jetzt hier schon praktisch meinen Charakter auswählen. Den. Da bin ich trotzdem die Tussi. Unsere Geschichte begann erneut im Herzen unseres geliebten Königreichs. Deutsch. Regiert von einer Versammlung edler Damen und Herren. Ich habe Trine schon mal gespielt mit Onkelchen damals und so. War es auch die Heimat der Helden des Trine. Boah, über 10 Jahre der her. Der Beschützer des Reiches. Ich weiß ja nicht mehr, welche Trine das war. Leute unser Königreich für das schönste und friedlichste Reich der Welt hielten, ich weiß es gar nicht mehr. Manche vor, die bisherige Ordnung zu stürzen. Und? Die Astralakademie ist unser. Diese dusseligen Zauberer haben nichts bemerkt, bis es zu spät war. Und wir haben das Gerät erfolgreich getestet. Die Größe stellt sicher kein Problem dar. Stein ist immerhin Stein. Sehr gut. Dann können wir nun zum nächsten Schritt übergehen. Wir sollten uns die Helden des Trine vornehmen. Derweil war unsere Heldin, die Diebin Soria, in mäßig rechtschaffener Absicht unterwegs. Soria plante, eine alte Schatzkarte aus der städtischen Bibliothek zu stehlen. Gerüchten zufolge war auf ihr einer der letzten verbliebenen Schätze des Königreiches eingezeichnet. Die anderen hatten geschäftstüchtige Glücksjäger wie Soria selbst längst geplündert.
ganz ruhig, kleine Bestie. Mäuschen still. Wir sind in einer Bibliothek. Die Grafik gefällt mir. Hallo? Na, Talisman, ist da eine Maus? Also, bin ich nicht alleine hier. Ach. Da ist was. Dass ich noch mal geguckt habe. Armer Talisman, es regnet. Heute Nacht keine Abenteuer auf dem Dach. Mit dem Zielen, das ist halt so ein Defizit denn ab und zu noch. Thank you.
So. Ach, alles klar. Das Archiv und die Schatzkarte müssten irgendwo hier oben sein. Ich hätte einen dieser neuen Ritter bitten sollen, die Bibliothek nachts zu bewachen. Aber die Kerle schlafen nicht, denken nicht, essen nicht. Ach, gruselig. Und sie hätten sicher keine Ahnung, wie man mit Büchern umgeht. Neue Ritter?
Also ich finde es bis jetzt ganz schön. Rätsel lösen, weiterkommen. Und man kann es auch Koop spielen. Alles klar. Ich habe nicht gesehen, dass er da oben dann. Geschafft. Ah, alles klar. Also deswegen wurde der Schatz immer noch nicht gefunden. Die Karte fällt fast auseinander. Oder es liegt an meinem guten Überwachungssystem. Finger weg von der Karte, Diebin. Soweit ich weiß, hat niemand Anspruch auf diese Karte oder ihren Schatz. Holt mir Papier und Tinte und lasst mich das Ding kopieren. Dann seid ihr mich im Nu los. Und wenn ich auf euch schieße? Das könnte ein kleines bisschen wehtun. Aber ich bin mit den Kräften des Trine verzaubert. Würde es also aushalten. Gebt mir eine Bibliothekskarte, dann leihe ich sie aus. So hübsche, kostbare Dinge gehören nicht in staubige Museen. Macht man das so als Heldin? Mitten in der Nacht friedliche Diener des Volkes drangsalieren? Naja... Ich kann schon heldenhaft sein, wenn es drauf ankommt. Zufällig hat mich gerade die Astralakademie eingeladen. Sie wollen mir einen Orden verleihen. Die riesige Statue von mir und meinen Kameraden reicht ihnen wohl nicht. Tja, warum lauft ihr dann nicht gleich zur Akademie? Sawyers Pläne endeten nur selten in einer Niederlage. Aber die Bibliothekarin hatte es geschafft, sie abzulenken. Pontius der Ritter war unterdessen schwer mit Arbeit beschäftigt. Ach so, da spielt sie alle nacheinander. Wurde er oft zu vielen seltsamen Ereignissen zu Hilfe gerufen. Dieses Mal sollte er sich um einen Unruhestifter auf einem beschaulichen kleinen Friedhof kümmern. Was?
Ich habe 10 Stück vergessen? Wo sollen die denn da gewesen sein? Anfang Kontrollpunkt. Warte mal, gehen wir nochmal hier hin. So, 8 von 8. Hier fehlen 2. Hier fehlt einer. Der Dreier. Fehlen welche? Hier fehlen welche? Da habe ich alles. Starten wir mal ab Kontrollpunkt. Hallo? Na, Talisman, ist da eine Maus? Also, bin ich nicht alleine hier. Ah. Armer Talisman, es regnet. Heute Nacht keine Abenteuer auf dem Dach. Also 8, 11, 8, 6. Achso, da sind wir ja auch gerade. Da habe ich noch 4 von 6 und da. Okay. Letzte nur. So. 3, 2 und 3. Ah.
Das Archiv und die Schatzkarte müssten irgendwo hier oben sein. Ich hätte einen dieser neuen Ritter bitten sollen, die Bibliothek nachts zu bewachen. Aber die Kerle schlafen nicht, denken nicht, essen nicht. Gruselig. Und sie hätten sicher keine Ahnung, wie man mit Büchern umgeht. Neue Ritter? Da habe ich auch alles. Ah, hier unten. Einen habe ich schon mal. Zwei. Mist. Dann ist das letzte Stück. Ah, alles klar. Ich hab was gesehen. Ha! Ach! Mist. Na, seht ihr? 52. Das machen wir jetzt mal mit dem Ritter jetzt. Nur selten in einer Niederlage. Aber die Bibliothekarin hatte es geschafft, sie abzulenken. Pontius der Ritter war unterdessen schwer mit Arbeit beschäftigt. Pontius der Ritter. Wenn man dem Bericht Glauben schenkt, ist hier dunkle Magie am Werk. Also, mal sehen, was all der Wirbel soll.
Pilze sehen gefährlich aus. Sollte aufpassen, falls hier noch mehr rumstehen. Alles klar. Ganz schön fidel ist der hier. Ich will, dass er so ein kleiner Dicker ist. Das Grab war wohl jemandem ein Dorn im Auge. Es wurde komplett zu Sand verwandelt. Der Sand sieht irgendwie seltsam aus. Ein Feuerball war das nicht. Oder ein Frost... wie heißen die? Nicht Frostbälle? Schneebälle? Nein, so auch nicht, oder? Ach. Kommt die Kiste da hoch? War das ein Zauberer? Hoppala. Da können wir eigentlich auch mal im Stream ein bisschen machen. Thank you.
passiert nichts. Falsche Kräuter? Brauche ich größere Kerzen? Ist rückwärts wirklich rückwärts oder doch richtig herum und ich muss das hier nur rückwärts zeichnen? Oh, komm schon, Oma, zeig dein Gesicht! Halt, Bösewicht! Ihr seid verhaftet wegen Gruftrandale. Was? Aber seht mal, das Grab meiner Oma ist völlig unberührt. Im Moment. Und das hier ist keine Gruft. Verstehe. Tut mir leid. Habt ihr kürzlich jemanden gesehen, der Stein in Sand verwandelt hat? Nein, hier passiert gar nichts Verdächtiges, mein Herr. Gute Nacht dann. Und da zieht er von dann. Ein junger Mann bringt seiner Oma Blumen und Kerzen. Wie nett. Und Bilder. Die ganzen Kreise und Striche sind mir aber ein bisschen zu modern. Mal sehen, ob unser Bösewicht in den Ruinen steckt. Okay, da hätte ich mich beinahe welche vergessen. Schild. So praktisch. Thank you.
Ach, alles klar. Ich muss diese Schnellrennen wieder machen. Nur noch den hinteren Teil des Friedhofs durchsuchen. Ich hab's geschafft! Ein Skelett beschworen! Wow! Ihr seid verhaftet wegen Nekromantie! Ich glaube nicht. Skelette lassen sich viel leichter beschwören. Ha! Oh-oh! Na, halt! Ihr gehört doch mir! Gehorcht mir! Verflixt nochmal! Ja, das sind Runen. Weg mit den Skellies! Ich weiß nicht wie! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache! Die Uhrwerkritter hatten fast alle menschlichen Wachen als Hüter des Königreichs abgelöst. Sie brauchten keinen Schlaf, waren zuverlässig, mechanisch unerbittlich und halt ein geläufiger Anblick im ganzen Land. Und doch hatte Pontius sehr gemischte Gefühle, als sie zu seiner Rettung kamen. Danke, werte Mitritter. Ritter Pontius, Fräulein Sonnenschein Kronthal lädt euch zur Feier zu Ehren der Helden des Trine ein. Der Ort: Astralakademie. Uhrzeit: morgen Mittag. Aha, ist das nicht nett? Dann sehe ich Amadeus und Soja wieder. Wusstet ihr, dass... Amadeus der Zauberer hatte schon bessere Zeiten erlebt. Zwar verbrachte er seine Tage in einer entspannenden Wohlfühloase, das aber alles andere als freiwillig. Über seiner Ehe waren finstere Wolken aufgezogen und seine Frau hatte ihn gebeten, sich eine neue Bleibe zu suchen. Glücklicherweise war der Betreiber des Kurorts bereit, Amadeus kostenlos unterzubringen, wenn er seinen Namen zu Werbezwecken benutzen durfte. Hier fehlen 3. Oh Gott, hier fehlen aber ganz schön viele. Alle anderen habe ich. 2 von 2, 8 von 8, 7 von 7, 6 von 6, 2 von 6. Also bis zum Tor. Also da brauche ich jetzt noch 3 Stück. Sojas Pläne endeten nur selten in einer Niederlage. Aber die Bibliothekarin hatte es geschafft, sie...
Wenn man dem Bericht Glauben schenkt, ist hier dunkle Magie am Werk. Also. Nochmal zur Karte. Das ist wirklich der Anfang, wo ich drei Hirne nicht habe. Sawyers Pläne endeten nur selten in einer Niederlage. Ich dachte, ich habe jetzt was falsch gemacht. So, warte mal, gehen wir mal hier lang. Nee. Also irgendwo müssen hier noch drei sein. Pilze sehen gefährlich aus. Sollte aufpassen, falls hier noch mehr rumstehen. Ah, hier. Nee, da war ich. Ah. Ja, dann ist nur hier. Wo vier Sojas Stück Pläne wären. Endeten nur selten in einer Niederlage. Thank you.
Ha. Dann machen wir noch mit dem Zauberer. 8, weil da bin man 10, 13, 5. Amadeus der Zauberer hatte schon bessere Zeiten erlebt. Zwar verbrachte er seine Tage in einer entspannenden Wohlfühloase, das aber alles andere als freiwillig. Also das hatten wir ja schon gehört. Sicher, Margret. Sie hat wohl Vernunft angenommen. Ach, stimmt, die waren ja mal so jung. Okay, da sterbe ich. So wundervoll es hier auch ist. Ich will nach Hause. Leb wohl, Buffet. Nicht mit ein, zwei. Thank you.
Schönheit. Nee, hab ich nicht geguckt. Mein Fehler. Tut mir leid. Amadeus, der Zauberer, hatte schon bessere Zeiten erlebt. Thank you.
Ach, alles klar. Jetzt habe ich 5 von 5. Amadeus der Zauberer hatte schon bessere Zeit. Ein Fehler. Das geht nicht anders. Mir leid. Ich bin schneller, wenn ich die Abkürzung nehme. Den Weg über den Berg. Thank you.
Ich habe gedacht, das ist wie ein Faden. Ach. Die Abkürzung ist zwar schneller, aber auch etwas anspruchsvoller. Ihr solltet mal meine abendliche Zaubervorführung sehen. Meine Güte! Nur ein bisschen Seife. Hoffentlich macht die Schlange nur Urlaub hier.
Ah, da vorne ist der Empfang. Könnte ist noch welche unter Wasser vergessen haben? Margret. Weil ich nicht die Zwischenstücke nicht getaucht bin. Wo ist sie? Ihr seid nicht Margret. Wer? Nein, was seid ihr? Amadeus der Zauberer. Fräulein Sonnenschein Kronthal lädt euch zur Feier zu Ehren der Helden des Trine ein. Der Ort? Astralakademie. Uhrzeit? Morgen Mittag. Feier zu Ehren der Helden des Trine. Das wird Margret garantiert wieder besänftigen. Also nicht Trine, sondern Trine. Trine 5, aber ich sage immer Trine. Kurz darauf trafen sich Amadeus, Pontius und Sawyer in der Akademie, um an der Feier zu ihren Ehren teilzunehmen. Es war eine seltene Gelegenheit, an ihre erste Begegnung zurückzudenken. Damals in den heiligen Hallen der arkanen Mysterien. Doch hatten sie irgendwie ein ungutes Gefühl. Wenn das eine Feier war, wo waren dann die ganzen anderen Gäste? Also praktisch die ersten drei Levels muss man alleine machen, weil man muss ja jeden Charakter kennenlernen. Die Astralakademie fühlt sich immer wie ein zweites Zuhause an. Jetzt sind sie alle drei. Das stimmt. Hier haben vor langer Zeit alle unsere gemeinsamen Abenteuer angefangen. Ja, wie könnte ich je vergessen, von einem Artefakt der Macht entführt worden zu sein? Hier hat sich ja einiges getan. Wie aufregend. Was ist das für ein Ding? Tja, wer weiß. Aber glänzt wirklich wunderschön. Naja, dann holen wir uns mal unsere Orden von diesem Fräulein Sunny ab, dann kann ich zurück zu meinem Projekt. So, ja? Deine Kleidung hat ein Loch. Du bist doch sonst so tadellos gekleidet. Ich hatte unterwegs eine aufregende Begegnung. Thank you.
Ihr entkommt euren Prüfungen nicht, auch wenn ihr wegrennt. Wenn ihr nicht bald zurückkommt, werde ich jeden einzelnen von euch der Akademie verweisen. Professor Butternuss. Ah, die Schüler stromern schon wieder herum. Ob sie wohl neue Zauberseiten suchen? Ja. Aber wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunde. Oh, hier sind 100 Dinger zu finden. Kapitel 2 bin ich. Nee, da ist irgendwas. Aber hier, die haben wir 100% abgeschlossen. Und das ist schon Akt 2. So, aber nichtsdestotrotz will ich denn hier auch einen Schlussstrich ziehen. Es ist ein schönes Spiel. Seht ihr ja. Die ersten 3 Levels macht er einzeln, damit er die einzelnen Charaktere kennenlernt. Und dann später könnt ihr dann entweder selber wechseln, also könnt ihr alleine durchspielen. Oder ihr könnt es im Koop spielen. Im Koop macht es bestimmt richtig Spaß. Mal gucken, vielleicht findet ihr noch einen, der das auch hat, dass man es nochmal ein bisschen im Koop spielen kann. Aber persönlich gefällt es mir. Die Grafik sieht sehr schön aus, die Sprüche sind cool. Ich habe es jetzt nicht gerade schwer gehabt, aber schwer wird es dann natürlich schwerer. Auch die Rätsel werden dann wahrscheinlich schwerer. Ja, stand ja auch irgendwas da von mittelmäßige Rätsel und so. Also für mich ein schönes Spiel eigentlich. Kann man nichts anderes sagen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, wer ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde es euch zum PSN Shrine 5, also Trine 5, werde ich euch verlinken. Ich werde mal vielleicht die alle Trine-Dinger, Trine-Dinger bei PlayStation euch verlinken. Also gleich direkt darauf und dann habt ihr dann, also auf den Link und dann habt ihr da alle auf der Webseite und könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.